Wenn du wissen willst, wie es in der Altraer Straße aussieht, schau dir auf jeden Fall dieses Video an. Wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen willst, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Hallo und herzlich willkommen. Heute gucken wir uns mal wieder die Altraer Straße an, ein Projekt, was etwas stillstand, aufgrund von, ja, wie soll ich sagen, ausbleibenden Handwerkerangeboten. Diversitäten. Diversitäten, finde ich. Diversitäten ist ein sehr schöner Begriff. Ja. Das ist so wie Diversitäten, ist ein bisschen wie Katas. Ja, aufgrund von Diversitäten. Jetzt aber der Handwerker drin und hat auch schon angefangen. Erik war letzte Woche schon da. Ja, Altraer Straße. Hat schon mal geguckt. Die Abbrucharbeiten sind im Gange. Hier der Boden ist schon raus. Ich war letzte Woche nicht dabei. Übernehmen das ja heute vertretungsmäßig für Paul. Jetzt fahre ich hin. Wollt mal schauen, weil der ist ja mit dem Abriss eigentlich schon durch, glaube ich. Deswegen gucken wir uns das heute mal an, was da so los ist, weil ich weiß gar nicht, ob es im letzten Video, das letzte Video ist ja auch schon übelst lange her. Ein bisschen. Viele Monde. Und ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal gezeigt habe, weil zum Beispiel das Krasseste fand ich einfach, dass die Badewanne, das ist einfach so das Krasseste in dieser Wohnung, die Badewanne wurde ohne Abdichtung einfach auf die Thermazellplatte gestellt. Also quasi, wenn in der Badewanne was durchläuft, was nicht das Abwasserrohr trifft, also wenn da irgendwas daneben geht, läuft es einfach zum Nachbarn. Da ist nichts abgedichtet, gar nichts. Das ist tatsächlich nicht so schön. Und deswegen, ich bin da sehr gespannt. Ja, wir gucken einfach gleich mal, sind gleich da, park jetzt noch und dann sehen wir uns. So, wir sind da. Hier ist schon einiges passiert und ich finde es immer geil, wenn die Tapeten runterkommen und man hier so die Sachen sieht, die da so mal gewesen sind. Weil ich es immer krass finde, die haben ja, mussten ja damals dann gemalt haben, ne? Also sogar gemalt haben, ne? Wenn da gab es keine Tapete, nichts. So, jetzt haben wir natürlich hier unsere ekligen Stellen vom letzten Mal. Da sieht man jetzt nichts mehr von, ne? Das ist krass. Das war wirklich oberflächlich. Das war wirklich nur Gammel von, ja, von dem nicht vorhandenen Lüftungsverhalten. So, die Türen, die bleiben, die werden nur aufgearbeitet. Dann haben wir jetzt hier, und man merkt halt auch überall, hier ist halt so ein bisschen uneben. Boden ist hier nicht so geil. Dann haben wir hier Fliesenspiegel ab. Wir haben gerade ein bisschen Probleme gehabt mit den Akkus, deswegen habe ich es in der Hand. Hier haben wir, hier war das alte, auch dieses vermeintliche Schimmelthema. Finde ich aber krass von der Wand. Dass das hier, dass man hier so rein kann. Das heißt ja, die Wand wurde hier nur reingestellt, oder was? So, Balkon ist alles entspannt. Badezimmer ist ja auch schon relativ weit. Ich zeige euch das jetzt mal hier mit dem Ding. Guck mal. Das ist blanke Holzplatte. Ah. Geil, ne? Genau, deswegen hier ist alles schon ab. Hier auf der Wand kommt das ja, kommt die Fliese ja drauf. Genau, drüben macht der Kollege jetzt gerade den Putz ab. Ich weiß nicht warum, er spricht auch kein Deutsch. Ich weiß nicht warum der das tut. Achso, wahrscheinlich wegen Spachteln. Weil hier sind halt, früher waren hier mal die Durchgänge, ne? So, und jetzt sehen wir hier schon, zum Beispiel wurde ja auch früher hier viel mit Schilf gemacht. Das Holz sieht eigentlich noch intakt aus. Ja gut, was soll da passieren, ne? Und hier haben wir die Dinger von dem Schilf. Genau, hier, jetzt geht er gerade weg. Das legt sich mir direkt auf die Zunge, ey. Hier war früher mal eine Tür drin. Ja, kreucht auch schon. Ja, hier war früher halt mal eine Tür drin, ne? Weil das ja, früher waren die Grundrisse ja anders. Da haben wir ja mal so entspannte 250 Quadratmeter gehabt. In der Wohnung. Ja, das ist so jetzt aktuell der Stand. Jetzt ist der Abriss quasi fast durch. Hier sehen wir die Heizungsrohre, wie sie liegen. Irgendwer hat auch letztens in den Videos gefragt, ob wir das mal zeigen, wie wir die Abdeckung machen. Müssen wir mal gucken. Können wir hier mal zeigen, was wir da machen.
Genau, hier wird nochmal das spannende Thema, wird hier nochmal der Fliesenfußboden, weil was man bei dir schon hört, alter Schwede. Man hört es auch wieder wirklich. Ja? Hört man das? Wow, das wackelt bis hierhin. Ja. Deswegen, das wird nochmal interessant. So sieht es aktuell aus. Nächstes Mal, wenn wir hier sind, gibt es wahrscheinlich dann schon wieder Fortschritte. Werden hier schon die ersten Sachen gemacht sein. Mehr gibt es eigentlich erstmal nicht. Der Heizungsfühler haben sie auch abgenommen. Hier war der Heizungsfühler. Aber das finde ich, muss ich sagen, da bin ich echt positiv überrascht. Hier ist echt nichts los, ne? mit dem Schimmel. Das ist super. Ach, guck mal da oben. Was denn? Das sind immer noch diese Schimmel. Genau. Das waren früher die Dinger, was sie raufgenagelt haben und dann wurde das so weiter bearbeitet. Cool, Leute. Das war's, 2-3 Straße. Hier geht's jetzt tatsächlich voran. Oh. Wir werden sehen.